Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir haben die Fasanköpfe, ja, vernichtet. Der hat nochmal einen König rekrutiert, aber der hat halt mit seinem einzelnen König, mit der Einheit gegen die Armee meines Königs, Eirik, gekämpft. Und so, kriegen wir ein bisschen Tribut, haben wir gerade letztes Mal was ausgegeben. Verlasst euch auf uns. Und, nein, die ist zu Wasser, verdammt. Ach, ich wollte die doch nicht zu Wasser packen. Naja, vielleicht können wir dann doch irgendwo anders hinsegeln. Naja, gucken wir mal. Ist auf jeden Fall das drin. Können wir noch nicht. Gehen wir wieder auf Land. Genau. Das können wir noch nicht. So, wir haben ein bisschen Geld. Können wir das in irgendwas investieren, was nicht nur Geld bringt, am besten auch Nahrung oder Versorgung. Das ist gut. Das wird ausgebaut. 97 Korn haben wir. Und unser der Sohn über unsere Feinde. Ketil, General und Erbe, wird jetzt die Rebellen niederschlagen. Sie sollen verrecken. Die haben Hunde. Wolfshunde. Ja, auf in den Kampf, würde ich sagen. Es ist Winter, ich habe keine Lust, mir die Füße draußen wund zu frieren. Zumindest könnte ich es nachvollziehen, dass Ketil nicht warten möchte. Schottische Rebellen. Gar nicht, ob ich Hunde rekrutieren könnte. Aufstellung starten. So. Diesmal stecke ich die Bogenschützen nicht nach vorne. Axtkämpfer. Und ihr bleibt auch mal hinten. Möchte euch nicht gleich wieder verlieren. Reiter! Bleib mal in den Wald. Auch dich will ich nicht verlieren. Ach komm, ich glaube, dich packe ich auch in den Wald. Ich glaube, es wird kein stören, wenn wir die als Reserve zurücklassen. Ja, Gefecht. Ein Kavallerieansturm auf Flanke oder Hinterseite. Ich weiß gar nicht, was für ein Symbol die da haben. In den Schlamm mit ihnen! Mittlere Bedrohung. Hohe Bedrohung. Erst von der Information, okay. Aber. Das Gefecht wartet! Richtig, sehe ich auch so. Ja! Nein! Was habe ich gedrückt? Kommt mal hierher. Befehligt uns! Dann springen wir mal ein bisschen vor. Wenn das denn echt auch gehen würde. Einfach mal so einen Arbeitstag. Einfach vorspulen. Zur Schlacht bereit! Ja, einen Tuck nach vorne müssen wir noch, Jungs. Mir fällt gerade auf, es gibt keine Schildmeids oder so, ne? Keine Frau. So wie Lagertha oder so. Ist doch schade. So, die Kavallerie wird geschickt. Danke. Naja. Fertig! Was werden wir? Wir willigen ein! Bogenschützen! Ach, das sind die Hunde da, ja? Nehmt eure Befehle! Krass! Unser General wird angegriffen! Schilde nach oben, Männer! Nehmt eure Befehle! Feindliches Feuer! Von Odin auserwählt! Was
machen die denn da? Das sind auch... Nein, 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 nicht der König, nicht der König. Ab in die Reihe wieder. Hopp, hopp, du sagst es. Ah, 5 Leute gestorben oder so. War mein General. Weitere Geschosse! Bogenschützen! Seht ihr, sie fliehen vor unserer Macht! Ober, Geschosse! Fernangriff! Alter, die Kriegshunde haben da echt eine Schneise ge... Ach, die greifen da immer noch an. Die Schlacht wendet sich zu unseren... Weil die sind gut, um Schilde wahrscheinlich aufzulösen. Und das sind die Hundehalter, ja. Bringt mir für euren Hund nächstes Mal einen Maulkorb mit, Mensch. Berserker, rein da. Schwertkämpfer, Attacke! Los, Berserker, metzelt sie nieder. Genau. Er rennt da schon so rein, so, yeah, wir killen euch. Oh, und die Berserker-Einheit hätte ich gerne nochmal. Oder ist sie jetzt hier auf? Ach so. Die sind in Wut und Rage, okay. Man kann sie nicht mehr kontrollieren. Ja, wäre cool, aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Echt nochmal gewagt anzugreifen. Ich lass mich doch hier nicht umbringen, ja. Und dann rennen sie. Naja, schlachtet sie ab. Boah, ich glaube, das war's dann, ne? Oder gibt's noch irgendwie Widerstand? Ach, da ist noch Widerstand. Shit, shit. So ist es. Tempo! Und fahren um! Wir können nicht weitermachen! Ja, ich glaube, jetzt können wir vorspulen. Das müssen wir uns jetzt nicht angucken. Sieg, zack, fertig. Entscheidender Sieg, ja.
Tote 136 bei uns. Eigene Verluste. Alter. Ah ne, sind die da schwach gewesen. Genau, die habe ich ja gar nicht. Die haben die Reserve gesetzt, den ja auch. Ja, aber die haben wir fast komplett vernichtet. Die Hunde waren eigentlich gar nicht so schlecht. Also schlecht im Dem nicht. Also sie machen kaum Schaden, aber ich überlege gerade, wenn man eine Hundeeinheit auf eine Einheit schickt, die gerade mit Schilden verteidigt, dann lockern die Hunde wahrscheinlich den Schild und dann schön die Kavallerie in Keilform rein. Aber zwei oder eine Hundeeinheiten mit rumschleppen, so viel Platz haben wir ja nicht, ne? Aber Idee ist ja vielleicht gar nicht schlecht. So, haben wir eingenommen. Ja. Und auch diese Rebellen haben wir niedergeschlagen. So, jetzt haben wir viele Orte, wo die Leute halt unglücklich sind. Das tut mir auch leid, aber das war's. Erfolg wird belohnt. Westsachsen macht, also Wessex macht Mercien zum Vasallen. Mhm. Alter, die hatten noch vorhin so riesige Ländereien. Na gut, Wessex ist auch echt riesig, ne? So, Statthalter. Aber jetzt kommt mal wieder Geld in die Kasse. Das ist schön. Da können wir gleich Fischerei ausbauen. Korn haben wir jetzt auch wieder ein bisschen was. Das ist auch sehr schön. Das geht nicht. Achso, das bin ich gar nicht. Wollte gerade sagen, hä? Wo habe ich denn die Armee her? Das realisieren wir. Wir werden Angst verbreiten. Ja, Angst und Schrecken. Ah, Stratklut hat auch nur eine Armee. Könnte man machen, dann könnte ich den hier ein, zwei Truppen geben. Da kann er nämlich die Stadt einnehmen. Der könnte gleich die Stadt einnehmen. Und unser König Eirik kann sich dann den. Ja, den. Ups. Den König von Stratklut nehmen. Aber. Bewegt haben wir. Ja, können wir ein bisschen. Wir stehen bereit! Du stehst bereit. Kriegst mal zwei Bogenschützen. Oh, mehr geht nicht. So, das war der Frühling. Ach, ich wollte mal gucken, was für Ziele wir haben. Das wollte ich letztes Mal schon gucken. Ach, Mensch. Also ich weiß irgendwie 15 Häfen oder sowas. Ich weiß aber nicht, ob wir noch irgendwas Bestimmtes einnehmen müssen. Ah, Schottland ist weg. Ziele. Mission erfolgreich. Vernichten Sie Schottland. Habe ich ganz vergessen, dass wir das hatten. Ja, gut. Kriegseifer ist dadurch gestiegen. Hurra. Aber wir sind fertig, haben was fertig erforscht. Upsala. So, wir können jetzt die Speerkämpfer weiter ausrüsten.
Oder wir gehen hier oben nochmal weiter. Oh, Leibwache. Moral für die Einheit des Kommandanten. Ach, die kann man auch noch verbessern. Königliche Huskals. Geil, ich glaube, das waren die besten Krieger. Zack, machen wir mal. So. Ah, der kriegt nochmal ein, zwei Leute. Das ist immer teurer als die hier. Ach, ich glaube, einfach zwei Sperrmänner, das müsste reichen. Für die Ortschaft da. Sommer, das sind zwei hier, zwei Runden. Warten wir nochmal bis früh. Die Krieger sind bereit! Die Krieger sind bereit, ja. Ketil, ach Ketil. Auf jeden Fall. Was könnt ihr danach gebrauchen? Ja, zwei auf Kommando. So. Verlasst euch auf uns! Nee, nee, bleibt mal da. Gierig und willig. Vorwärts zu Ruhm! Unsere Feinde sollen untergehen. Hm. Wenn wir die Kirche ausbauen, sind 4 plus 4 auf öffentliche Ordnung. Hm, dann haben wir das mit der Besetzung fast weg. Sind wir aber quasi bei 0. Dann war das der Sommer. Ich bin mir noch nicht einig, ob ich mit Stratut Ärger machen soll. Bin mir da noch echt uneinig. Eigenschaft, paranoid. Gisli. Ja, von mir aus. Ich mag ihn eh nicht. Haben wir einen Fischereihafen fertig gebaut. Regnet. Was können wir da ausbauen? Oh, hier ist auch wieder so ein Scheißgebäude. Nee, das reißen wir ab. Da generell. Ach, es ist schon minus 4. Ja, dann baue ich jetzt bestimmt nicht hier irgendwelche Kupfer- oder Eisenminen. Aber ein Rundtor machen wir. Ja, dann war das der Herbst. Wen greifen wir an? Ach, was sind unsere Ziele? Das wäre noch viel interessanter. Ziele. Achso, eigentlich nur zurzeit schließt ein Bündnis mit... Ach, sind keine Ziele, sind unsere Mission. Mit Dublin ab, okay. Hm. Kurzer Sieg. Hätten wir schon. Ach nee, gar nicht. Aktuelle Anzahl. Ach, wir müssen beherrscht 15 Häfen. 25. 8 haben wir. Ah, okay. Ja, ja, gut. Dann, aber der hat ja auch keine Häfen. Ja, ich würde sagen... ich mache hier einen Cut. Hier haben wir nichts hier, was wir noch angreifen können, außer Stratklut.
Also ich finde es immer cool bei solchen Spielen, wenn ich von Anfang an bis Ende eine Fraktion habe, mit der ich mich verstehe. Scheiße, kaputt kalt? Oh nein. Ja, schmeckt scheiße. Kalt. Bah. Genau, den lassen wir am Leben. Ja, ich finde sowas cool. Der Prinz wird jetzt hier rüberschiffen. Der wird jetzt nach dem Winter hierhin rennen. Oder hier rennen. So, dass er nah da schon mal ist. Und dann machen wir... Ja, das ist zwar ein blödes Wort, aber wir machen Blitzkrieg. Wir erklären den Krieg, marschieren da ein, nimm das. Und ich versuche, kriegen die Hauptstreitmacht anzutreten. Dass wir hier vielleicht die Linie, die Frontlinie, also auf jeden Fall keinen hinter uns haben. Das ist mein Plan. Dann ist das leider das Video ein bisschen kurz geworden. Aber ihr seht ja gerade, es ist ja wieder... Es gibt immer Phasen bei Total War, da passiert halt nicht viel. Ne, da geht's Runde für Runde, Truppen aufrüsten, Städte ausbauen. Und jetzt dieses Truppen hin und her marschieren. Ich glaube, ich mache hier erstmal wieder einen Cut und ich mache nochmal ein Video, wenn es kurz vor der Schlacht ist. Ne? Wenn wir mit Strattklut fertig sind, müssen wir mal gucken. Wenn die Hilfen nicht reichen für einen kurzen Sieg, weil ich glaube, einen langen Sieg will ich nicht anstreben. Ich werde lieber einen kurzen Sieg nehmen und dann lieber nochmal eine andere Fraktion zeigen. Ja, entweder hier... Hier bin ich mir unsicher. Was ich nehme. Wessex. Hätte ich Bock. Die Angelsachsen waren, glaube ich, hier. Das sind die Northumbria. Nordmänner oder sowas. Ich weiß nicht. Aber hier sind zwei auf jeden Fall Wikingerstämme, die man spielen kann. Man könnte ja auch Mörthien nehmen. Aber weiß ich nicht, den habe ich keinen Bezugspunkt. Die kamen in der Serie von Vikings nicht so gut weg. Ja... Hier habe ich irgendwie überhaupt keine Lust. Da ist außer Dublin, die Fraktion Dublin, habe ich da echt keine Fraktion, die ich irgendwie kenne oder irgendwie was von gelesen habe. Wo ich sagen kann, die will ich spielen. Also die würde ich wegnehmen. Oder nicht nehmen. Also, wie gesagt, machen wir erstmal Stratgulut Platz und danach gucken, was wir noch brauchen. Und ja. Aber wie gesagt, eins von diesen drei Fraktionen würde ich nochmal gerne spielen. Ja, dann, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen oder ein Abo. Und ansonsten wünsche ich euch noch, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.